Meine Damen und Herren, Bernd Aichinger ist überraschend in der letzten Woche gestorben. Ein Tod, der uns alle betroffen gemacht hat. Und die Hör zu hat sich aus Respekt vor dem großartigen Werk entschlossen, heute einen besonderen Preis zu verleihen, nur für Bernd Aichinger. Die goldene Kamera für den besten Produzenten. Ein Freund ist aus Los Angeles zu uns gekommen, um die Lebensleistung von Bernd Aichinger zu würdigen. Wir begrüßen den Schauspieler Thomas Kretschmann. Wir müssen Abschied nehmen von Bernd Aichinger, Deutschlands größten Produzenten. Ich stehe hier stellvertretend für alle Kollegen und Freunde, die noch alle tief bewegt sind und sich im Schock befinden. Wer war Bernd Aichinger? Wer war dieser Mann, der als Jugendlicher schon den Film so sehr liebte und lebte? Er, der von Ikonen sprach und sich selbst zu einer machte. Das kühne Lächeln, die Sonnenbrille, der weiße Schal, die Turnschuhe. Ein schöner Mann, den die Frauen liebten und die Männer bewunderten. Die Luft wurde dünn, wenn er den Raum betrat. Blicke fielen auf ihn. Wo er war, da war der Mittelpunkt. Er, dem jeder Kellner in jedem Restaurant, in jedem Ort der Welt die Rechnung gab, das war selbstverständlich. Er war der Mann im Drücker. Er strahlte Zuversicht aus. Diesem Mann konnte man vertrauen. Der wird das schon machen, der weiß, wie es geht. Er, der Wände einreißen konnte, dem kein Widerstand zu groß war und oft genügte ein Lächeln, um die anderen zu überzeugen. Da ist oben. Da wollte er hin. Und alle folgten ihm. Der Alltag langweilte ihn. Supermarkt, tanken, abspülen, das war ihm alles fremd. Er begann zu leben, wenn es Krisen gab, wenn es eng wurde. Er, den wir alle riefen, wenn wir nicht mehr weiter wussten, im Film oder im Leben. Wenn alle wegrannten, stürmte er ins Feuer, um zu retten, was zu retten war. Er, der nichts dem Zufall überließ. Alles wurde durchdacht, ergründet in aller Tiefe, in aller Breite. Er, der um jede Idee kämpfte, als hingen Leben davon ab. Der nicht locker ließ, bis der letzte Saft aus der kreativen Frucht gepresst war. Der, wenn alle schon erschöpft am Tisch hingen, noch immer voller Leidenschaft über Liebe, Leben und Film sinnierte. Jedes Wort, jedes Plakat, jeder Fetzen Film, jedes Foto wurde betrachtet, begutachtet, verworfen, wieder hervorgeholt, bis er sicher war. Jetzt stimmt's. Jetzt ist es gut. Nein, jetzt ist es perfekt. Er, der denselben Film 100-mal sehen konnte, nur um sicher zu gehen. Diese Szene, dieser eine Blick, diese Kamerafahrt. Das war's, genau. Er, der immer aufs Ganze ging, alles oder nichts. Er, der Angst hatte vor seinen eigenen Ideen, weil sie zu groß waren, zu riskant, und doch den Mut fand, sie zu machen. Machen war ihm wichtig. Lass uns das machen. Wir machen das jetzt. Komm, lass uns das machen. Wer war Bernd Aichinger? Wer war dieser Junge aus Rennershofen in Bayern, der auszog, das deutsche Kino zu erobern? Mit seinen Geschichten, mit seinen Gefühlen, mit seinen Bildern, die zu unseren Erinnerungen wurden. Wer war dieser Mann, der wusste, dass seine Geschichten, seine Filme, seine Figuren ihn überdauern würden? Und ihn letztlich unsterblich machten.
Er war dieser Mann, der kreative Menschen so liebte, dass er ihnen alles gab, alles, was er hatte. Dass er sie inspirierte und oft dazu brachte, über sich selbst hinauszuwachsen. Eine Naturgewalt, unvergesslich, ein Unikat. Dieser Mann war Bernd Eichinger. Alles, was ich sehe, alles, was ich beobachte, ist für mich alles Kino, alles. Bernd war das Zentrum, das Herz. Er war der große Beweger des deutschen Kinos. Yeah! Ohne Bernd wäre ich nicht, wo ich bin. Weil er ein ganz toller Freund war und unser kräftigster und erfolgreichster Filmproduzent. Er war auch im Deutschland, würde ich sagen, der einzige wirkliche Produzent von Weltrang. Er war einer, der hier in Hollywood geschätzt wird als einer der Säulen der europäischen Filmszene. Das war der leidenschaftlichste Produzent und Filmemacher, den ich je getroffen habe. Der Einzige, der den Titel Produzent auch recht verdient hat. Für die Nazis sind wir keine Menschen mehr. Von vor kommt der Beschuss. Sie sollen sich setzen und geordnet teilnehmen. Ja, Sie können auch von mir hören, dass Sie ein faschistisches Arschloch sind. Er war mächtig, er war mutig, er war krass auch. Er konnte charmant sein. Er wird uns fehlen. Was für ein Leben. Was für ein reiches, erfülltes, aufregendes, abenteuerliches Leben. Ich liebe Filme machen. Das ist mein Leben. Und ich bedanke mich bei all denen, die das mir möglich machen. Vielen herzlichen Dank. Der Bernd stand vor 2 Wochen oder 3 Wochen noch vor seiner Vitrine und hat seine Preise angeschaut und hat gesagt, die goldene Kamera ist die einzige, die noch fehlt. Bernd, für dich. Danke.